So, Champions League Halbfinal Rückspiel zu Hause gegen Atletico. Und ja. Vier eins das Hinspiel und das hoffentlich jetzt in entscheidenden Schritt machen können. Den ersten Titel haben wir unter Dach und Fach, das ist der Meistertitel, den haben wir schon mal gesichert. So, jetzt passt es. Joe hat seine Vertragsverlängerung angenommen und hat bekommen das, was er wollte. Und jetzt möchte ich ja, jetzt kann ich mich konzentrieren auf das Dings. Also wie gesagt, 4-1, ja, es klingt deutlicher, als es vielleicht ist, je nachdem, wie das Hinspiel läuft. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir die erste Halbzeit gegen Hoffenheim angucke, könnte das heute auch nochmal ganz anders ausgehen. So, gehen wir mal kurz eben in die Pressekonferenz, bevor es weitergeht. Sea todo el mundo bienvenido. Las preguntas comenzarán en breve. Wir gehen natürlich auf Sieg. Eso es. So, Pressekonferenz ist durch. Das ging ganz, ganz schnell. Das habe ich bewusst so schnell gemacht. So, Kalajdzic möchte noch irgendwas wissen. Du hast gerade einen Vertrag bekommen. Wenn ich ehrlich bin, du hast gerade vor Minuten den meinen Vertrag unterschrieben. War super glücklich. Jetzt, oh, ich möchte noch ein bisschen mehr Geld haben. Alter, pff, hau ab, ey. Wenn du so auf Geld aus bist, dann geh woanders hin. Mal gucken. Da ist irgendwo noch ein weiterer. Warte mal, da ist irgendwo noch was durchgegangen. Dachte, wäre jetzt irgendwie noch eine. Ach, hier. Trainerauszeichnung. Gut. Gehen wir rein ins Match. So, ich kann wieder ruhig zurückrotieren und kann mich komplett auf das Spiel konzentrieren. Atletico braucht auf jeden Fall einen 3-0-Sieg, um überhaupt noch weiterzukommen. Und das wollen wir verhindern. Im Idealfall mit einem Tor, dann wäre es nämlich, müssten sie 5 schießen. Aber, naja. Fußball kann auch anders ausgehen. Wie gesagt, wir haben es in Hoffenheim gespielt in der ersten Halbzeit. Sowas von chancenlos. Und am Ende gewinnst du 5-2, machst den Titel klar, weil die Dortmunder zeitgleich gegen Mainz unentschieden spielen. Auch gegen die Mainz haben wir uns nur 3-3 gespielt, nur so nebenbei. Aber jetzt ist das mal das unter Dach und Fach und ich kann die Bundesliga jetzt nutzen, um ein bisschen durchzurotieren und um mal den Jungs ein bisschen das ist das Spiel, Fitness rauszunehmen. Aber gerade in diesen wichtigen Spielen im Pokalfinale und jetzt gegen die im Idealfall noch 2 Spiele in der Champions League müssen wir natürlich mit einer fitten Mannschaft antreten. Und das soll der Fall sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass das auf 2 Spiele sind. Das Wetter spielt nicht so richtig mit und trotzdem herzlich willkommen zu dieser Partie. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Atletico hat vor diesem Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League keine gute Ausgangslage, denn das Hinspiel, das hat man ja verloren. Atletico Madrid gegen Schalke 04. Atletico hat sich mit der klaren Hinspielniederlage die Aufgabe natürlich erheblich erschwert. Richtig. Aber ich glaube, wir dürfen dem Team trotzdem noch einiges zutrauen. Stichwort frühes Tor. Wenn sie das schaffen, dann warten wir mal ab. Von ihm erwarten wir heute einiges. Vor dem Tor gibt es kaum einen besseren, der verfügt über einen überragenden Schuss. Thank you.
Das ist die Aufstellung von Atletico Madrid. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Richtig. Naja, mal gucken, wie es läuft. Ich kann wieder mit der komplett vollen Startelf machen. Lazar Savic im Idealfall soll natürlich keine gelbe Karte bekommen, weil das wäre nämlich das Aus fürs Champions League Finale. Und wenn ich ehrlich bin, auf einen von beiden zu verzichten, wäre schon ein herber Verlust. Aber mal gucken. Also, wie gesagt, es geht heute gegen Atletico. 4 Hinspiele sind 3 Tore. Mal schauen. Ein Tor, dann muss es, sieht anders aus wieder. Er ist Trainer des Monats geworden. Muschi so wirklich überrascht. So, ich hoffe, dass das jetzt kein Abseits war. Sticke drüber. Der muss eigentlich schon sitzen, weil dann ist es das 1-0. Und dann muss Atletico hier 4 schießen, zumindest in die Verlängerung zu kommen. Aber mal schauen. Ikone. Scheitert an Becker, der den einfach mal abläuft. Und De Rosen provoziert einen Einwurf für die Schalker natürlich. Jetzt kommt De Rosen nochmal. Ja. Aber der Becker, der checkt das und sagt, okay, ich laufe dann mal mit. Schalke jetzt über außen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Tor! Nee! Ich dachte, der trifft ihn voll und haut das Ding schön ins lange Eck da hinten. Aber es war nur die Außenstange. Schalkes zweite Chance. Bisher noch ungenutzt. Ein Tor und wie gesagt, und da muss Atletico 5 heute schießen. Und umso später dieses 1-0 für die Schalker fällt, umso wichtig, umso, ach, das geht mir. Der Oblak verhindert das nächste. Also wie gesagt, umso später das Schalker-Tor 1-0 für die Schalker fällt, umso schwerer wird es für Atletico. Joao Felix. Tammy Abraham. Lemar. Und die Schalker können es ein bisschen souveräner angehen. Weil sie eigentlich alles, weil sie eigentlich momentan, solange kein Tor fällt, ist es auch egal, weil die Atletico muss ja Minimum treffen oder haben. Aber Schalke kriegt die Nadelschiche gesetzt, muss man sagen. Und Becker und Oblak. Schalke kriegt weiter eine Nadelschiche gesetzt, indem sie einfach die Chancen ziemlich gefährlich ausspielen. Und so, einfach mal Atletico, für Schalke, Entschuldigung, nicht Atletico. Ah, da steht einer, ich dachte, der Schiedsrichter. Muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Luis Suarez sorgte in den vergangenen Tagen ja für Schlagzeilen. Oh, wenn er ist ja sozusagen auch. Okay, ich dachte, es wäre Luis Suarez, der bei Hoffenheim mitspielt. Hätte es gerne rausgezogen, aber. Ja, wieder ein ganz großer, der jetzt auf jeden Fall. Und den werden sie hier noch vermissen. Gute Chance. Und Zentner. Also, solange kein Tor fällt, ist es letztlich egal. Aber wie gesagt, es geht auch in der zweiten Halbzeit. Hat man ja nur auf Hoffenheim gesehen. Für uns, da gab es nämlich diese. Gab es eben diese 5 Tore in der zweiten Halbzeit, aber. Joao Felix. Atletico verliert den Ball. Ah, Becker. Das war ein bisschen zu. Zu einfach verloren. Tammy Abraham. Llorente. Abraham. Abseits. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Paulinho. Lucas Alario. Fängt diesen Ball ab. Ja, gut aufgepasst auf ein Atletico da hinten und diesen Angriff im Keim erstickt. Joao Felix. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, kein Abseits. Elfmeter. Ey, du Scheiß.
Okay, der Gegner verschießt eine Chance und du gibst das wieder Savic und der ist fällt. Und damit ist Savic fürs Finale gesperrt. Marke unnötig. Atletico führt übrigens 1-0 durch diese Nachlässigkeit. Spiel läuft wieder, neuer Spielstand nun also 4-2 nach beiden Partien. Ja. Oh, das könnte was werden. Tor für Schalke 04. 2-5. Nachspielzeit in der ersten Halbzeit sogar ein Ausgleich noch erzielt. Das ist ganz, ganz wichtig, eigentlich dieses Tor zu machen. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, Pause. Das sah sehr gut aus, was Sie da in Durchgang 1 gezeigt haben. Absolut, Wolf. Scheint so, als wären Sie zur richtigen Zeit in richtiger Form. So kann das was werden mit dem Finale. Also, 1-1 nur. Aber Pustekuchen. Wie gesagt, wir sind weiter und das ist das Wichtigste. Mich ärgert halt am meisten gerade, dass das Ding, das ist die gelbe Karte für Savic. Weil das Ding ist, damit ist er fürs Champions Finale, ist er fürs Finale raus. Und das war ein bisschen Glück dabei. Wieder die Schalker, du kriegst aber. Mann, ist das ärgerlich. Kotzt mich das an. Einer meiner ganz, ganz wichtigen Spieler da hinten drin fällt mir fürs Finale aus, ey. Das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Man nennt aber ist es nicht, aber es ist trotzdem nervt nicht. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainage heutzutage sind. So, Alario vielleicht mal jetzt ein bisschen mit gegen Tabsoba. Die beiden Ex-Leverkusener, Musiala! Und der kriegt es nicht dahin. Aber man kann es versuchen. Er steht zumindest 1-1. Und solange es da unentschieden steht und Atletico nichts machen kann. Weil die brauchen nämlich jetzt 5. Also noch 4. Viele hatten ja schon damit gerechnet. Und jetzt steht es auch endgültig fest. Er verlässt den Verein. Er wird also wechseln. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz großer werden. Er hat eigentlich alles. Ach komm, pfeif dir doch ein zurecht. Das war doch nichts. So. Oder hat Savic gelb gesehen überhaupt? Ja, hat er. Leider. Das heißt, Bella Kotschab rein. Ich probiere es aus, wie es im Finale aussehen könnte. Weil das wird mal. Jetzt spielst du mit zwei ganz jungen Talenten in der Verteidigung über dem Champions League Finale. Carrasco übrigens jetzt für Lemar drin. So, jetzt gibt es den Power-Sprint von Javairo de Rosso, der das eine Tor gemacht hat. Er sucht die entscheidende Lücke. Die kommt aber nicht. Was macht er draus? Dann machen wir es halt selber. Außenpfosten. Wenn es die Lücke nicht gibt, machen wir es halt selber. Und dann findet er eine kleine Lücke. Und der dreht sich ein bisschen zu weit weg. Das heißt, es wäre, sonst wäre es noch nicht durch gewesen. 2-1 heißt dann 6-2. Dann brauchen nämlich Atletico 5. Unser Spiel, aber selbst dann nicht, weil dann werden die Auswärtszuregung greifen. Also das zweite Tor, dann wäre es, glaube ich, ziemlich durch. Latza. Wenn ich ehrlich bin, bevor mir jetzt der zweite Pfeiler auch noch wegbricht, wechsle ich jetzt aus taktischen Gründen den Latza aus. Weil das darf mir jetzt nämlich nicht passieren, dass da jetzt irgendwie noch einer wegbricht. Ich ärgere schon Savic.
Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann. Das ist einfach nur, damit er definitiv im Champions League-Finale dabei ist, ja, den Jatzer. Das ist jetzt, hat nichts mit Persönlichkeit zu tun oder sonst irgendwas. Geht's für die Gäste wie folgt weiter. Auswärts in Darmstadt. Okay. Es hat wirklich nur rein taktische Gründe, weil ich will ihn im Finale halten. Das Ding ist, denke ich mal, entschieden. Tavares de Rosa. Klasse Vorstoß, da müssen sie auch. Ist aber gerade keiner, der mitgeht. Da der Platz, jetzt die Flanke. Da hätte er mehr drauf machen können. Ich will eigentlich ja noch dieses Spiel gewinnen, das ist klar, ne? Es gibt einen Wechsel. So, ich wechsle jetzt natürlich nochmal aus, weil Alario auch, damit der mich nicht komplett wegbricht, weil ich brauche den noch fürs Finale. Für das Saisonfinale. Ich will dem nicht noch die Torjägerkanone geben. Vielleicht packt das noch irgendwie, aber mal gucken. Nordi Mukiele. Die Gäste werden wechseln. Das hat nur, wie gesagt, meistens einfach irgendwelche Gründe. Oh, der Ball ist weit auf Joao Felix. Gefährlich. Und Zentner verhindert. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Hm. Ja, wie gesagt, eigentlich ist das Ding ja eh geil durch. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Ball bis jetzt verloren. Nico Elvedi. 10 Minuten sind noch zu abwarten. 10 Minuten noch, ja. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Das könnte eine Gelegenheit sein. Sasa Kalajdzic. Spiel gedreht. Und damit herzlich willkommen im Champions League Finale. Kalajdzic gegen Mukiele, keine Chance für den Franzosen da hinterher zu gehen. Tor Nummer 3, hat Rafa am Hinspiel zu doppelt. Regulär sind es noch 7 Minuten. Carrasco. Renan Lodi. Joao Felix. Super Pass jetzt. Es bleibt gefährlich. Gut gelöst da von Malik Ciao. Das hat er gut gemacht mit seiner Grätsche. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Aber Ludewig macht's zu heiß gerade. Angel Correa. Joao Felix. Joao Felix und Robin Zentner. Weg damit. Und dann ist es durch. Schalke macht komplett Madrid nackig. Erst Real mit 2-3-1 Sieg weggehauen. Und dann bügelt man Atletico mit 6-2 in der Addition. Mit dem genau dem gleichen Ergebnis. 4-1 im Hinspiel, 2-1 auswärts. Und jetzt geht's ins Finale. Da trifft man damit auf Manchester City oder den FC Liverpool. Nur am meisten, wie gesagt, wurmt mich immer noch diese Sperre, diese Gelbsperre für Stefan Savic. Der wird fehlen. Und es ist übrigens tatsächlich der FC Liverpool, die mit dem 1-1 in Manchester und dem 1-0 Heimsieg ins Finale einziehen. Also den FC, gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool, aber jetzt erst steht mal in der Liga noch das Spiel gegen Darmstadt an, 33. Spieltag steht da an. Ja, und das gucken wir uns dann erst in der nächsten Folge an, während ich aber kurz nochmal schnell ins Büro führe, da will ich nochmal einige Nachrichten bekommen habe. Aber ich habe gutes Geld gemacht in den letzten Runden. Aber wieso? Du hast das Tor gemacht, du hast das anscheinend 2-1 gemacht. Das muss man einfach mal lassen.
So, Turnierpreisgeld, Spieler gesperrt. Das ärgert mich. Das ärgert mich einfach, dass ich diese. Ich hoffe, dass das nicht mehr für die Liga jetzt gilt, weil dann wäre es egal. Aber es wird wahrscheinlich fürs Champions League-Finale sein. 12 Millionen kriegen wir uns nochmal auf dem Konto. Für das Erreichen des. Nein, möchte ich nicht. Na gut, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem. Mit dem Duell gegen. Den FC. Gegen Darmstadt 98. Gucken wir kurz mal auf die Tabelle. Also wie gesagt, das Ding ist in der Liga eh durch. Aber ich glaube, Darmstädter sind, glaube ich, haben noch nicht so wirklich viele Spiele oder auf die Reihe bekommen. Noch kein Sieg. 8 Punkte gerade im Aufs-Konto. Das sollte durchaus möglich sein, dieses Ding hier zu gewinnen. Ja. Schauen wir einfach mal. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.